Hallo, hier ist der Bodo. Gecko, was machst denn du gerade? Du musst jetzt viel besser sein. Warum zeigst du mir nicht deine Technik in einem Warenkampf? Ich warte hier, Route 34, bis später. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Crystal. Hier in Ebenholz City. Und wie immer machen wir natürlich eine kleine Stadttour durch die Stadt. Ja, davor labern wir hier mal erstmal alle an. Tief im Inneren des fernen Indigo-Plateaus befindet sich die Pokémon-Liga. Ich hörte, die besten Trainer des Landes versammeln sich dort. Das hört sich doch gut an, nicht wahr? Und dort sind wir natürlich dann auch auf den Weg dorthin, wenn wir alle 8 Orden haben. Pass mal auf. Wow, du und dein Pokémon versteht euch sehr gut. Okay, danke, ja. Es gibt da eine Attacke, die ich unbedingt meinem Pokémon beibringen musste. Also ging ich zum Attackenverlerner, um eine VM-Attacke vergessen zu lassen. So sieht es nämlich aus. Geht nämlich nur mit einem Attackenverlerner. So, das hier ist eben Holz City, meine Freunde. Die letzte Stadt in Johto, wo wir noch nicht waren. Hallo, Stimmen in meinem Kopf. Na, ich höre Radio. Was geben wir dir ab? Hier ist auch direkt ein Pokémon-Markt daneben. Was gibt's denn hier Hübsches? Superball, Hyperball. Oh ja, wunderbar. Das ist schön. Hier gibt's die sagenumwobenen Hyperbälle. Die gibt's nur hier. Und in Ducatia City scheinbar. Hypertrank, Toptrank, Hyperheiler, bla 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 bla. Brauchen wir gerade alles nicht, vielen Dank. So. Topschutz hält jetzt schwache Pokémon vom Leib. Von allen Schutzsprays hält es am längsten an. Oh ja, 250 Schritte. Du kannst Tappeleber zwar nicht kaufen, aber erfüllt die KP besiegter Pokémon wieder vollständig auf. Vorsicht, die AP oder Angriffspunkte werden nicht aufgefüllt. Ja, das weiß ich. Das ist deswegen ein bisschen nachteilhaft, deswegen. Ja, Tappeleber ist eigentlich mit das seltenste Item. Ne? Eben, wie er schon sagt, man kann es nicht kaufen. Haus des Attackenverlerners. Ja, der verlernt einfach nur VM-Attacken, brauchen wir jetzt nicht. Wobei, wir brauchen jetzt eigentlich die Zerschneider nicht mehr wirklich. Ja, ich weiß es nicht. Tipps für Trainer. Ein Pokémon, das eine Wunderbeere trägt, kann von sich aus Statusveränderungen heilen. Das ist schön. Hey. Willst du, dass deine Pokémon einige Attacken vergessen? Nein. Was habt ihr denn alle mit vergessen? Was ist denn das für eine Stadt hier? Na? Es gibt hier in Ebenholz City einen Trainer-Clan, der Drachen nach freien Stücken Befehle erteilt. Und daher gibt es in dieser Stadt so viele Legenden über Drachen. Und hier sind Dratini. Da, ganz genau. Ja, Ebenholz City ist die Stadt der Drachen. Das ist total geil. Alle Drachenmeister kommen aus Ebenholz City. Das ist schön. Die Arena ist frei? Sandra, die gesegnete Drachen-Pokémon-Trainerin. Genau, hier ist nämlich Sandra, die letzte Arena-Leiterin und natürlich, ja, ist hier der Typ Drache vertreten. Das ist jetzt interessant, dass du neben der Tür stehst. Sandra, unsere Arena-Leiterin, erwartet dich. Für einen gewöhnlichen Trainer ist es jedoch unmöglich zu siegen. Ich kann mich daran erinnern, dass er auch vor der Arena steht und man erstmal nicht rein darf und man muss erst irgendetwas machen, dass er auf die Seite geht und ich habe nie verstanden, was man da tun muss. Jetzt ist er auf der Seite. Muss man vielleicht erst Kaskade gefunden haben? Ich weiß es nicht. Es gibt Momente, da steht er vor der Tür. Ich weiß nicht warum. Sehr eigenartig. Sehr eigenartig. Okay. Und hinter dem Wasser ist auch noch was. Und zwar ist dort nicht nur ein kleiner See, sondern auch ein wildes Pokémon. Und wir sehen hier auch einen Höhleneingang. Hier gibt es Carpador. Hier gibt es, glaube ich, nur Carpador, ne? Auf Level 16 immerhin. Alles klar, das können wir hier ein bisschen besiegen. Zack, und dann dürfen wir doch hoffentlich Level 33 sein, mein Freund. Ja? Oder was sagst du? Ja, wunderbar, so will ich das. Das ist ja wunderbar. Versucht. Lockduft, dein Scheiß ernst. Nein. Wer will den Lockduft? Sarazza versucht, Lockduft einzusetzen. Sehr geil. Okay. Nein, nur auserwählte Trainer dürfen hier trainieren. Geh hinfort, denn hier ist die Drachenhöhle.
Ja, und in ihm befindet sich auch ein legendärer Schrein und auch seltene Drachen-Pokémon. Und deswegen darf da nicht jeder rein, ja. Denn, ja, das ist ein geschütztes Gebiet. Ja, würde ich mal sagen, haben wir uns schon umgesehen, oder was? Haben wir schon alle angelabert hier? Ich glaube, ja. Nee, hier ist noch ein Haus, schau. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Dragonier ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du ein weibliches Dragonier? Möchtest du es gegen meinen Dodri tauschen? Bist du behindert? Du möchtest dich tauschen? Das ist schade. Nein, und ich werde auch niemals tauschen. Ein sehr seltenes, wertvolles, wunderschönes Dragonier gegen ein scheiß hässliches Dodri. Bist du echt des Wahnsinns? Fang die selbst ein Dratini. Was soll denn der Scheiß? Wer macht denn so einen blöden Tausch? Ja, ist ja völlig blödsinnig. Meine Fresse, oh Gott. Das könnte ein Dragoran werden, ja? Ein starkes Drachen-Pokémon gegen so ein blödes Dodri. Was habe ich denn davon? Ja, hier ist Route 45 und der Bergweg. Hier geht's auch wieder nach unten und nicht wieder zurück. Deswegen brauchen wir hier erst noch gar nicht hingehen. Ah, wobei, hier ist ein bisschen Gras. Da können wir ein bisschen trainieren. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Hier gibt's eigentlich Gestein-Pokémon. Moment, hier ist ein Pokémon zu finden, das es sonst nirgends gibt. Das war Skorgler. Genau, Skorgler gibt's hier nämlich. Und Georock, wie gesagt, Gestein-Pokémon auch. Aber da können wir eben gerade sehr gut Sarraza trainieren, deswegen gehen wir da mal kurz hin. Wir sind echt noch nicht wirklich stark genug für die Arena oder die Arenaleiterin. Das ist gerade noch so ein bisschen, na, es geht noch nicht so wirklich, ne? Das ist ein bisschen knapp. Oh, Donphan gibt's hier auch. Stimmt. Oh, der süße Donphan, das ist Typ Boden? Ich glaube, ja. Das versuche ich jetzt zu fangen. Ein Donphan hätte ich gerne, das wäre ganz nett. Das ist natürlich nicht sehr effektiv, toll. Furienschlag, sehr interessant. Ja. Zerschneider. Naja, nochmal Zerschneider, da brauchst du jetzt nicht rumheulen, ja? Ich zerschneide dich trotzdem, pass auf. Nochmal bitte. Sü. Ja, ein Igler, das ist ja interessant. Bitte noch einmal den Zerschneider. Und jetzt können wir es versuchen zu fangen. Ja, das ist wunderbar. Donphan, das ist ein cooles Pokémon. Das hat auch eine Vorentwicklung, das heißt Funpi. Und ich finde, Donphan könnte eine Weiterentwicklung vertragen, finde ich. Das wäre ganz cool. Ja, Superball, ne? Das ist, glaube ich, ganz okay. Das müsste, glaube ich, reichen. Hoffe ich doch zumindest. Sehen wir gleich. 1, 2, 3. Das ist ja wunderbar. Na, Donphan. Panzertier. Die Haut dieses Pokémon ist so dick, dass eine normale Attacke bei ihm keine Spuren hinterlässt. Ja, ist ja wundervoll, ne? Das ist so schön. Ein robustes Pokémon. Das ist schön. Das hier ist übrigens eine Höhle, die kennen wir schon. Und zwar ist das die Dunkelhöhle. Die ist nämlich verbunden. Die hat mehrere Ausgänge irgendwie. Die Dunkelhöhle ist verbunden. Eben hier mit Route 45 und... Ja genau, hier wird es schon angezeigt. Dunkelhöhle, nämlich Route 45 mit Route 31 ist das hier oben. Dann kannst du nämlich von 31 hier hoch zum Berg, ne? Hier hin, zu Route 45, ne? Ganz praktisch eigentlich. Aber ich glaube, da waren Dinge im Weg, irgendwie Felsen oder so, irgendwas. Man kann da nicht von Anfang an hin, das geht auf keinen Fall. Ja. Das war's. Wir könnten eigentlich... Wir brauchen... Also Eisattacken haben wir jetzt. Mit Eisattacken sind wir gut gerüstet gerade. Nee, eigentlich nicht. Wir haben Eishieb nur, ne? Njam, 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 njam. Das gefällt mir gerade gar nicht. Wir haben nur den Eishieb. Ja, 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 das ist nicht so geil. Drachen-Pokémon. Ja, 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 ja. Wir müssen Suicune trainieren. Wir müssen eigentlich alles trainieren. Aber Suicune auch ein Level hoch, damit es Aurora-Strahl lernt. Das lernt es nämlich auf 41. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ja, komm, das ist ein bisschen wichtiger auf jeden Fall. Wir brauchen Eisattacken. Da würde ich mal sagen, trainieren wir einfach. Na komm, wir gehen... Was machen wir denn jetzt? Okay, komm, wir gehen in die Arena rein. Da können wir schon mal ein, zwei Trainer besiegen oder so. Da können wir schon mal gucken, wie wir denn so gegen Drachen-Pokémon ankommen schon.
Und welches Level die so haben, ne? So, da sind wir auch schon. Yo, Champions Spe, es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Zähle auf mich. Sandra setzt die mythischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind die nicht zu besiegen, aber angeblich sind sie anfällig gegen Eisattacken. Merk dir das und dein Sieg ist sicher. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ich zeige dir, wie stark sie sind. Das kann sogar sein, ne? Wir sind, glaube ich, noch keine Drachen-Pokémon begegnet sonst. Astrainer Paul schickt Dratini in den Kampf. Alles klar. Guck mal, wie süß das ist. Dratini ist so niedlich. Level 34. Wow. Ja, also da dürfen wir echt noch eine Weile trainieren. Das ist auf jeden Fall so. Nicht sehr effektiv. Oh. Donnerwelle. Ups. Ups. Drachen-Pokémon können auch Elektroattacken einsetzen. Wir müssen echt gut aufpassen. Deswegen hat Morlott auch eine Eisattacke, weil Morlott ist auch Typ Boden, da haben Elektroattacken keine Wirkung. Das ist nämlich sehr gut. Boah, stell dir mal vor, ich hätte Gyarados hier. Tschüss. Elektroattacken wären gleich doppelt und dreifach effektiv. Das wäre gar nicht so gut. Okay, Wasserattacken haben so gut wie gar keine Wirkung. Das ist natürlich wirklich ein bisschen Käse. Darum müssen wir das jetzt ein bisschen aufwerten mit Regentanz. Auf jeden Fall. Damit wir ein bisschen stärker werden. Ach du Scheiße, was ist denn los? Er ist echt stark. Der besiegt hier gerade einfach mal ein legendäres Pokémon. Was ist los? Alter, hör auf! Hör auf mit dem Scheiß! Komm, hau Kaskade raus, bitte. Ach du Scheiße. Wie viel zieht's jetzt ab mit Regentanz? Oh gut. Oh wow. Oh was? Das ist mal was. Hallöchen. Ich setz instant den Hypertrank ein, das sehe ich nicht ein. So, wunderbar. Top Genesung wäre mal geil, finde ich. Ja, mal gucken. Drachenwut natürlich wieder. Ja, was ist denn das? Das ist doch... Das ist katastrophal, du. Wir kommen da so nicht dagegen an. Nochmal, natürlich. Ne, hast ja sonst nichts Besseres zu tun. Und jetzt bin ich wahrscheinlich paralysiert. Nee, echt nicht. Geil. Okay, du bist weg. Das ist echt bitter gerade. Alter, so geht es nicht weiter. Nee, komm. Molchi, du bist dran. Gucken wir mal, was du so reißen kannst. Müsste ja schon besser aussehen mit seinem Eishieb. Zum Beispiel. Und eben ein bisschen höhere Verteidigungswerte. Erdbeben kannst du auch schon. Das ist schön. Eishieb. Zack. Mhm, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also Molchi zu trainieren ist auch sehr wichtig. Und das war's schon. Mhm. Mein Drachen-Pokémon hat verloren? Ja, sieht so aus. Siegfried sagte dir, er möchte dich noch einmal sehen? Das kann nicht sein. Stimmt, Siegfried, ja. Die kennen sich natürlich untereinander. Ja, ja. Weil Siegfried ist auch ein Drachentrainer. Wissen wir ja eigentlich schon, weil er Dragoran hatte. Hier können wir Stärke einsetzen. Stimmt, die sind ja hier auch noch wichtig. Ah, wie im Eispfad. Das ist ungefähr dasselbe hier. Wir müssen hier Steine in die Löcher hier reinbuxieren. So, zack. Denn das eröffnet uns einen Weg über die Lava. Und da steht sie auch schon, Sandra, auf ihrem Podest. Keine Ahnung. Aber wir kommen hier nicht wirklich weiter. Das sehe ich schon. Das ist gerade ein bisschen verzwackt. Ich muss jetzt erstmal Suicune heilen oder halt allgemein meine Pokémon gerade. Und Supertränke oder Hypertränke wären sogar echt nicht schlecht. Ja, so kommen wir nicht wirklich weiter. Das ist gerade echt ein bisschen hart. Und wir haben immer noch keinen Satz sehen hier. Was ist los? Wann kriege ich den Anruf für einen Blattstein? Das gibt's ja nicht. Das bringt's so nicht. Ich muss erst Suicune trainieren, damit es eine Eisattacke kriegt. Und dann darf ich noch den Rest trainieren. Aber dann geht der Regentanz flöten. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Aber wir tun dann einfach den Blubstrahl weg. So sieht's aus. Einfach Blubstrahl raus. Wir haben Kaskade, das ist stark genug. Und dann kommt da eben auch Aurastrahl rein. Ist schon ein wichtiger Angriff. Okay, dann trainieren wir hier ein bisschen weiter hier.
Und ja, da ist er schon, Skorgla, von dem ich geredet habe. Es ist süß. Bekommt in Diamant und Perl sogar eine Weiterentwicklung. Finde ich voll cool. Blubstrahl! Das kommt, glaube ich, aus seiner Stirn. Oh, sehr effektiv. Das wollte ich nicht. Mimimi. Ich dachte, es überlebt vielleicht. Okay. Oh, scheiße. Scheiße war's. Menno. Meh. Achso. Jetzt habe ich ja, glaube ich, einen Slot im Beutel frei, ne? Welche blöden Hypertrank eingesetzt hab. Windstoß? Ruckzuckieb. Oh. Windstoß. Das ist nämlich so lala effektiv. Dann setzen wir den nochmal ein, dann fangen wir noch einen Skorgler. Dann haben wir zwei Pokémon gefangen in dem Part, das ist doch auch schon mal was. Und dann würde ich offscreen ein bisschen trainieren. Ja, und sobald alles Level 40 ist, werden wir uns dann wiedersehen. Scheißebach. Ich wusste es. Ich weiß auch nicht, ich wusste es. Härtner. So. Ja, Überbälle habe ich nicht mehr. Egal, komm, weiter, Superball, zack, zack. Das schaffen wir noch, komm. Skorgler ist noch drin hier. Oder auch nicht. Hä? Ja, aber das weiß ich irgendwie noch, dass es sich nicht so leicht fangen lässt. Warum auch immer. Verstehe ich gar nicht. Toll. Wie gemein. Gibt's nicht. Jetzt kann's auch noch Giftstachel. Ja, natürlich. Klar, Suicune lässt sich einfach mal so instant voll einfach mit einem kleinen Mini-Popel-Giftstachel vergiften. Und das Scheißviech lässt sich nicht fangen. Das ist so ein Käsekack. Das gibt's ja gar nicht. Aber da sollte sogar noch ein Windstoß drin sein, aber scheiß drauf. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist das? Turboball. Da gibt zwar auch keinen Sinn, aber der sieht sogar aus wie ein Superball hier. Da gibt alles irgendwie keinen Sinn. Ja, das natürlich nicht. Alter, was ist denn da jetzt los? Das ist schon dezent lächerlich. Der Köderball hat auch keinen Sinn. Pokéball hat auch keinen Sinn. Ja. Guck mal, halt mal. Eins, zwei, was? Ich wollte schon sagen. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Was ist das denn? Es ist ja nicht mal ein legendäres Pokémon. Jetzt ist es auch ein bisschen genauso schwer wie bei Suicune. Was ist denn das? Hau den Pokéball raus. Fang das Pokémon ein. Ich habe keine Ahnung, was ich da veranstalte, ja. Da wäre ich auch nicht drin geblieben bei dem Gesang. Er besiegt gerade ein legendäres Pokémon. Was ist hier los? Das ist so nicht in Ordnung. Supertrank. Ja, das muss man mal verstehen können. Hier kommt Härtner. Und jetzt bitte den Superball raushauen. Hier habe ich nur noch 20 Stück. Hey, bleib doch einfach drin. Komm, ich will dich in meinem Team, nicht im Team, aber ich will dich auch. Oh, wunderbar. Dankeschön. Dankeschön, Skorgler. Das ist sehr freundlich von mir. Flug, Skorpi. Sein Nest liegt an einer steilen Klippe. Ist es zu erschöpft zum Gleiten, hüpft es ins Nest zurück. Das hört sich total süß an. Das ist Skorgler, meine Damen und Herren. Das war jetzt echt. Also, was war das schon wieder für ein Kampf? Und da haben wir das Elixier nun auch noch. So, und jetzt ab zurück nach Ebenholz City, bitte. Bevor mein Suicune noch drauf geht. Ja. Wird es da gerade lila, wenn es flackert? War das nicht sonst immer weiß? Das ist ja komisch. Egal. So, das war's und dann haben wir auch schon wieder 20 Minuten. Super. Wie gesagt, ich trainiere hier so ein bisschen offscreen, ne? Und dann sehen wir uns einfach wieder, wenn ich ein bisschen stärker bin. Und dann kümmern wir uns um die Arena. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja. Genau, 33. Ja, da habe ich ein bisschen was zu tun. Okay, gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, euer GameTricks.